für euch. Manu Schiele ist am Start. Deine ersten Impressionen als Kommentator? Wie ist es? Krass. Krass ist es tatsächlich. Ich habe es gestern Martin schon gesagt. Es ist was komplett anderes. Man denkt ja immer, das ist total leicht. Nein, ist es nicht. Und das erste Mal war es tatsächlich so. Normalerweise sitzt du auf der Couch in aller Ruhe und kannst dann in aller Ruhe dir das anschauen. Und jetzt sitzt du in so einer kleinen Sprecherkabine und musst dazu was sagen und dann auch noch irgendwas, was Sinn ergibt vor allem. Das ist ja das Schwede bei der ganzen Geschichte. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass du das gut machst. Und ja, hast du es nicht gesehen? Was? Natürlich, ich habe es gesehen. Ja, also, habe ich es gut gemacht oder habe ich es nicht gut gemacht? Es ist ausbaufähig, aber... Okay, das Interview ist jetzt beendet. ich muss ja ehrlich sein, aber du findest dich da rein und dann wünsche ich dir alles Gute. Danke. Kannst du mal die Kamera drücken? So, Leute, wir sind hier noch mit ein paar Abonnenten am Start. Hier. Was geht ab? Hier. Was geht ab? Servus. Rain Sachs. Auf jeden Fall, habt ihr schön geboot bei Reigns? Nein, die wollen nicht Reigns, die mobben ja. Rolling Reigns, Schnauze, Big Show, so ist. Ey, du bist jetzt aber nicht wirklich Reigns-Fan, oder? Eigentlich schon. Das kann nicht wahr sein. Doch, das kommt aus. Reigns, Rollins. Hallo, so ist es. Ja, hallo YouTube. Grüß euch. Wollt ihr im Start? Hab ich die Show gefahren? Ja, voll. Komm, super. Jo Leute, wir sind hier. Servus. Mit Abonnenten. Dein Name? Alan. Grüß dich, dann hier. Hallo, ich bin Lukas. Und hier dann auch noch am Start. Yannick. Ja, wir sind nach der Show hier nochmal. Und ich habe gesagt, wir haben uns in der Pause getroffen. Aber ich habe gesagt, hier nochmal beim Treffpunkt dann nach der Show. Und jetzt sind ein paar gekommen, chillig. Und wir machen jetzt schön Fotos und so weiter. Sehr, sehr geil. Wie fandet ihr die Show? Ja. Also ich muss sagen, qualitativ war die Show halt einfach nicht gut. Ne? Auf keinen Fall. Aber so Sachen, Finn Balor, Bray Wyatt. Hammer. Das Bray Wyatt-Match war richtig gut. Also Bray Wyatt war gar nicht so technisch so gut, aber einfach das Entertaining, das war Hammer. Ja. Das Entertaining war Hammer. Auf jeden Fall. Was war für dich das Highlight? Ja, so die Bray Wyatt, das Match fand ich ziemlich geil. Ja, bei mir war es auch das Bray Wyatt-Match. Auf jeden Fall, also ihr seht, die Crowd war ziemlich markig, ne? Ja. Vor uns, links, so saßen zwei richtige Smart Marks. Das hat richtig Bock gemacht dann. So mit NXT-Channel und so weiter. Oder Please Retire zu Big Show. Zu Black City. Ja, auf jeden. Hab ich ein paar Mal geschrieben, aber wurde nicht. Ja, auf jeden. Aber Reigns, das kann echt nicht mehr weiter so gehen. Aber wie die alle abgegangen sind auf Reigns, ne? Trotzdem. Also ist einfach unverständlich. Ne? Ja, ich hab's erwartet, muss ich sagen. Aber gut. Ja, sehr geil. Wir machen jetzt Autogramme und Fotos und dann sehen wir uns gleich. Mein Kamera-Akku ist leer, aber ich filme das jetzt noch mit dem Handy. Er wollte noch jemanden grüßen und zwar den Simon. Simon Y2K, du kommentierst richtig geil. Ich finde deine Videos, deine Kommentatoren, deine Sprüche, alles Hammer, genauso wie in... Wie heißt du nochmal? Pergigs. Siehste? Nein, dein Name wollte ich wissen. Ach, Jonathan. Jonas, genau. Jonathan. Simon, du wolltest jemanden, der dich erkennt. Hier hättest du jemanden gehabt. Leider, du bist jetzt 5 Minuten hier. Vor 5 Minuten bist du weg. Also, ich grüße dich nochmal. War sehr geil mit dir heute. Und du wolltest jemanden. Ja, hallo, also Momo, also Maurice. Also, hast echt was verpasst, Digga. Okay. Man sieht jetzt nicht so viel. Oh, warte mal. Wenn man so hält, hat man eine Belichtung. Ja, also Momo, ne, du hast echt was verpasst, Digga. Also, war richtig geil. Ich habe mir jetzt noch so ein Dean Ambrose-Shirt gegönnt. Währenddessen hier noch die zwei am Start. Wie lange müsst ihr warten? Bis um 3 in der Früh, dann geht der Zug nach Hause. Ja, was habt ihr jetzt noch so vor, euch die Zeit zu vertreiben? McDonald's. Schön Product Placement, Dankeschön McDonald's für 2000 Euro. YouTube Money Ring. Ja, auf jeden Fall. Ich stehe mit frisch gekauftem Dean Ambrose-Shirt hier vor der Halle. War auf jeden Fall sehr, sehr geil. Allein die Erfahrung mal zu sammeln, hier die Show zu gucken, es war sehr, sehr cool. Jo Leute, es ist jetzt 4 Tage nach der Show, ich schneide gerade den Vlog, den ihr gerade eben gesehen habt und ich wollte jetzt nur noch mal ein kurzes Fazit machen zu der WWE Live Tour. Es war eine krasse Erfahrung, natürlich war es jetzt von den Matches kein 5-Star Classic Event, was man sich unbedingt angucken muss, aber einfach mal live in der Halle zu sein, diese Leute,
die Wrestler und so weiter zu sehen. Auch zum Beispiel Leute wie Manu zu sehen, Angelo zu treffen, andere Wrestling-Begeisterte, einfach mal so viele auf einem Haufen. Den Simon natürlich und die ganzen Abonnenten, die da waren. Also war wirklich sehr, sehr cool. Ich weiß nicht, ob ich bei der nächsten WWE Live-Tour noch dabei sein werde. Also die nächste ist ja Stuttgart im November und Leipzig. Ich weiß nicht, ob ich da hingehen werde. Zurzeit tendiere ich zu ja. Ich weiß es aber noch nicht. Es ist halt auch ziemlich schwierig, da immer hinzukommen, ne? Weil mit dem Zug fährst du da gut und gerne mal 8 Stunden. Also von mir aus bis bis Stuttgart, und das ist halt nicht so geil. Ich bin schon nach Nürnberg 2 gefahren. Und gut, muss mal gucken. Ich habe meinen Führerschein noch nicht, falls es einem das wert ist, das zu machen. Aber es war auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Erfahrung. Auch Dankeschön an alle, die da waren. Dankeschön an alle, die einfach auf uns zugekommen sind, mit uns gelabert haben. Wir beißen auf keinen Fall, ihr habt es gesehen. Und es war wirklich kein Abonnent dabei, der irgendwie gesagt hat, der irgendwie unsympathisch war oder so. Die waren alle total cool drauf. Und von daher habt ihr es im Video gesehen. Es war super. Hat wirklich Bock gemacht. Und insgesamt ein richtig, richtig geiler Tag gewesen. Dann war es das von den Vlogs zur WWE Live-Tour. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch so einen kleinen Einblick geben, wie das so war. Und ja, vielleicht werde ich dann bei Stuttgart oder Leipzig auch am Start sein. Mal gucken, aber das sehen wir noch. Von daher, Dankeschön fürs Zuschauen und ciao.